Vielen, vielen Dank, Suppe. Ich will McDonald's. Ja. Okay, ja, dann. Komm mal. Niki Fini, danke für 5 Gifted Subs. Danke, Fruit. Leute, wir wissen heute. Videokamera. Ist eine gute Idee, alles mitzunehmen. Ja, das ist echt so. Nicht so geil, gell? Ach ja, stimmt, auf Profi kriegt man kein Geld mehr aus der Versicherung, wenn man, ich glaube, da muss man das Foto das machen, glaube ich, auf, okay. auf Profi. Ja, da möchte ich dann aber nicht. Ja, dann habe ich es mir überlegt, ich möchte, warte mal, oh, Putzi muss Putzi Dinge kaufen, oh, okay, Putzi muss doch, aber warum hat Putzi bereit gemacht? Ja, so, Putzi! Was kaufe ich? Profi heißt einfach nur, dass man keine Vorbereitungszeit mehr hat. Ist er denn sofort auf 10? Tommy Silverfox, danke schön, vielen Dank. Danke, Niki. Niki, danke schön. Sanity Pin habe ich ja. Warte mal, wie viel habe ich denn? Danke noch? Auch Bowser. Warte ich mal. Stativ kann ich nochmal. Danke, DJ Air. Dankeschön, DJ Air. Sanity Pin. So, der Putzi redet wieder mit Geistern. Oh yeah, let's go. Helmkamera für die beiden wäre nice. Ja, das stimmt, das wäre nice. Eine Echt? Brauchen wir noch, ne? Ne, warte mal, die Erika hat eine? Die Kopfkameras sind super. Also, die hätte man im Asylum super gebrauchen können. So, ich habe mal eine geholt. So. Okay. Haben wir alles? Feuerzeug, oh, Salz, Räucherstück. Gar keine Versicherung. Das ist ja wir werden es erfahren. Juna, vielen, vielen Dank. Dankeschön für deinen Sub. Suppe loben. Ja, nur Dankeschön. Leute, schaut mal kurz. Fehlt etwas? Ich habe eine starke Taschenlampe mitgenommen. Wir haben... Nee, warte, jetzt habe ich eine mitgenommen. Salz, haben wir Salz? Nee, Salz haben wir auch keins. Die immer ohne Salz hinzu. Salz haben wir 1 von 2. Jetzt, oder? Na, schön. Ah, da. Okay. Ich habe Kopfkamera gut, mitgenommen. Ich habe eine Kopfkamera mitgenommen. Thermometer. Wir haben meine Kekse alle hin. Insanity. Ich will auch deine Opa-Kekse. Deine Daddy-Kekse. Ja. Naja. Ja. Ich muss gerade daran denken, Entschuldigung, dass ihr, oh Gott, dass ihr irgendwann in einem anderen Raum stand, wenn ich das erzählen darf, Hase. Erik stand in einem anderen Raum, musste irgendwie pupsen, ne? Und das war dann aber so, der hat sich so angehört, dass ich irgendwie aus einem anderen Raum gefahren, bah, das war ja voll der Vaterfuß. Ich musste gerade daran denken. Ich krieg keine Luft mehr auf meinen Bauch. Ich musste gerade daran denken, einfach, als ich das aus dem anderen Raum geschrien habe. Und Entschuldigung, war einfach auch die lustige und dabei war. Aber ich liebe dich, Hase. Ich liebe dich wirklich sehr. Können wir jetzt starten? Nee, ich glaube, das. Iribor, vielen dazu? Dank. Ach ja, ich liebe diese Beziehung einfach. Was soll das denn jetzt? Ich musste gerade an Daddy und an Vatergeräusche, was du mal gemacht hast, und da musste ich dann daran denken. So, Zwieback, dankeschön. Zwieback, vielen Dank. Bowser und Erebor. Und so. Ja, Mac ist für heute gestorben. Also, nein, hast du Entschuldigung. Das ist, M&M pups. Weißt du, ich noch zu ihr so, oh, voll süß, letzte Nacht, wie so, da hat sie so ein bisschen geschnarcht, aber nicht so, so, sondern sie hat immer, hat sie immer gemacht, ich habe ein Video gemacht, weil das so süß war, einfach, weißt du, sowas erzähl ich dann. Und sie so, ja, und er furzt so, weißt Mann, du? Mann, Hase. Ich fotografiere nur auch immer beim Schlafen. Was? In Zeit ist es umgekehrt, ich schlafe, und sie macht die Vaterfurze. Als ich die Tür zu machen wollte vom Auto, dachte ich, oh, ich muss gerade voll, aber ich will halt nie, dass Erik das hört. Und dann habe ich halt gedacht, wenn ich die Tür vom Auto zuschlag, ist das in dem Moment der richtige Moment, ja? Aber bei den scheiß Mercedes geht die Tür so sanft zu, dass man halt voll gehört hat. So wie die so. Ja, Entschuldigung, da muss ich, ich hasse dein Auto. Gut, können wir jetzt weiterspielen. Liebe dich. Da musst du nicht lachen. Ja, da musstest du echt lachen. Soll ich nur. Hast du das gehört? So knarzt beim Auto, weißt du? Oh, ich dachte so, das ist genauso wie wenn man an der Ampel steht. Wenn man an der Ampel steht und in dem Moment ist aber noch Verkehr, dann weiß man, okay, jetzt kann ich. Und das Schlimmste ist, wenn der Verkehr halt stehen bleibt wegen der Ampel und du bist einfach nur so. Der Shinshoku. Entschuldigung, jetzt hör mal auf.
Okay, das muss aufhören. Okay, das muss wirklich aufhören, ja. So. Okay. Den Namen nicht sagen. Ich hab keine. Fotografieren Sie dreckiges Wasser. Fotografieren Sie dreckiges Wasser, hindern Sie den Geist, sie heimzusuchen. Mit einem Puzifix lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Oh, Puzifix, okay. Bewegungssensor brauchen wir nicht, Puzifix oder nicht? Wasch. Jennifer Davis, Personen, die allein sind. Du hast das... Was soll doch nicht das sagen? Ich bin so abergläubisch jetzt geworden. Ja. Wir sind doch noch nicht draußen. Man muss es doch vorlesen, oder? Ja, aber oder guck doch mal da oben. Es steht 0 von 0, Hase. Es hat schon angefangen. Es hat angefangen. Aber erst wenn wir die Haustür öffnen, fängt ja die Map eigentlich das ab. Also, ne? Also, was passiert jetzt auf Profi, wenn wir reingehen und den Namen rufen? Sind wir dann sofort tot? Das können wir nur. Tür auf, alle tot. Können wir nur ausprobieren. Das können wir nur ausprobieren. Pan, ich würde sagen, Pandora, das ist jetzt, glaube ich. Ich schau dir zu auf der Kamera, wie du das gut machst. Ja, schön. Nerdy, lieber Nerdy, vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich kein Problem mit. Ich mache jetzt hier einfach Putzi. Da ziehen wir jetzt richtig schön durch hier. Erstes Mal Profi. Let's go. Ich hätte gern Sanity auf 100%. Ja, das wäre schön. Aber ich habe Pillen geholt, ganz viele. Okay, man sagt, hier ist eine alte Dame gestorben. Und seitdem spukt es hier. Es ist nur unsere Aufgabe herauszufinden, was passiert ist. Alte Dame, was kann schon passieren? Ja. Kannst du sagen, wie unsere Sanity so ist mittlerweile, nach der Zeit? Also alles auf 100%. Minus 1, minus 2, ich hab sie schon. Minus 1, minus 2 war ja. Okay, komme. Aber alles noch 0, alles noch 0. Was, hat Suppe schon wieder? Suppe, vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Suppe, Dankeschön. Bist du hier? 3. Was? Alles da? Talkbox haben wir, Gefriertemperatur haben wir. Okay. Wir haben Talkbox und Gefriertemperatur. 2 EMF nur. Talkbox. Talkbox und Gefriertemperatur. Die Kamera steht. Putzi, du kannst nach dem Orb gucken. Okay, warte. Schreibe ins Buch. Also noch sehe ich nix. Ich hole kurz Kamera, da ist Waschbecken mit Dreckswasser. Oh, okay. Ich habe eine Kamera. Ich glaube, Pan müsste auch eine haben, oder? Pan, hast du eine Kamera? Gerade noch keine bei. Moment. Pullover und kräftig würzen. So. Oh, zufällig könnt ihr das Licht abdrehen, wenn ihr reingeht. Ja, warte, ich höre noch eine Videokamera auf. Ja. Wir alle angespannt sind, Pan. Ja. Angespannt? Ein bisschen schon, ja. Ja. Magst du einen Kruzifix mitnehmen? Ja, ich guck mal gerade ganz kurz. Warte. Hä, habe ich das nicht da hingelegt? Warte. Wupp. Soll ich? Ich lege das mal dahin, ne? Bis gleich. Bis gleich. Erik macht Fotos. Erik, nee, okay, 81% bist du, Erik. Also geht schnell rund. Alles gut. Handabdruck, alles klar, Hammer. So. Dann haben wir
doch schon, oder? Ein Gespenst! Ja, ein Gespenst. Hm. Ja. Und das war jetzt Profi? Also ich bitte euch, ja. Ja, ein Gespenst. Foto machen wir Mandelblum vielleicht für Geld? So. Ja, ich hab keine Fotoapparat bei. Foto, ne? Okay, bis gleich. Ja, sicherlich. Hätte es ja super einfach gewesen. Bahn, jetzt will ich aber auch mal reinschauen. Ja, viel Spaß. Bahn, jetzt geht rein. Haut rein, ihr beiden. Ja, schön. Wie heißt der? Hallo? Guten Tag. Das ist interessant, wie schön das jetzt das aussieht, ne? Als Anfänger irgendwie, ne? Also schnell vor allem. Hallo? Ja. Okay. Soll ich, ganz kurz, soll ich mal reingehen und den Namen sagen? Ja, wahr. Wir sind noch nicht des Geisterwinds geworden. Oh. Nee, dann wird's Zeit, ja, mach du mal. Mach das jetzt. Hast du die Headkamera? Hatte die Kopfkamera, der Putzi? Ich glaube, der hat keine Kopfkamera. Oh. Er sagt aber noch, ich werde nicht sterben. Ich geh mal zum Haus und guck mal rein. Mhm. Vielleicht sehe ich den Putz hier. Ich guck mal rein. Pan, schau mal auf die Geisteraktivität. Kannst du mal machen? Ja. Ja. Auf null. Hat er den Namen nicht gehört? Ich war mir nicht sicher. Warte, ich probier's nochmal. Auf null. Hä? Echt? Die scheinen nicht so aggro zu. Habt ihr den richtigen Namen? Jennifer Dayton. Okay. Alles nur auf null. Hallo, hallo, ja, hallo. Wo ist sie, Erik? In welcher Raum? Ja, weiß ich nicht. Achso, die jetzt links, die hinter dir. Du warst noch nicht in dem Raum. Ach ja, du warst in dem Wagen, im Badezimmer. Okay, ich bin bereit. Warum geht jetzt beide rein? Aus Jux und Dollerei. Mein Überlebensdrang ist zu hoch. Wir haben alles gelöst und die gehen aber leichtsinnig da rein und verlieren alles. Aha! Generation YOLO. Ich glaube, die ist tot. Ja, jetzt tut sich auch was bei der Geisteraktivität. Ja, ging ein bisschen nach oben. Ja. Also das war ja jetzt. Voll der Lotto Geist, ich meine Aktivität 3 Maximum, was ist das denn? Also gegen Richard Williams war die ja gar nichts. Also die kann sich mal nicht. Also die Jennifer Davis, ne? Da muss ich ganz ehrlich sagen, was für eine Low-Olle. Wirklich, also wirklich. Also da haben wir jetzt mehr erwartet, ne? Ja. Vor allem, also Geister-Event, man wird Zeuge eines Geister-Events, da passiert ja nichts. Die macht nichts, ich glaube, also die Jennifer. Ja gut, ey, dann haben wir es ja, oder? Dann gehen wir rein und raus, oder was machen wir, oder? Also wir haben es ja, oder? Ja. Ja, komm, wir fahren einfach, komm. Mit der Geist, ja. Der Geist, sag mal, Jennifer Davis! Jennifer Davis. Enttäuschend. Da, jetzt hat sich was getan, gerade. Zu gut. Welcome back. I've got some jobs ready for you. $90, naja. Wow. Nur 90? Hä? Aufgabe 1, $10? Das ist, warum ist das so wenig? Wir haben doch ein Witz. Wir haben Level 17, hä? Also man muss wirklich eins sagen. Ja. Also man muss wirklich eins sagen. Die Jennifer Davis, weder Geld noch irgendwas. Enttäuschend? Nee. Durch und durch. Oh, nee. Durch ja. Und durch. Ja. Nee. Jennifer, wirklich. Also aber zu dir gehen wir nicht das, mehr. Nur damit das weißt. Das muss nicht sein. Nee, das muss einfach nicht sein. Also das ist wirklich... Warst du traurig? Also wirklich, dass sowas spuken darf.
Im Leben wie im Tod eine Enttäuschung. Ja, schön. Der Geist war kein Profi, ich glaube auch. Das muss aber auf einem Grabstein stehen. 23.46 Uhr. Ja. Was, wollt ihr noch eine Runde oder sollen wir für heute aufhören? Mir ist wurscht, wir können noch machen. Wir können noch, komm, eine Profi-Runde. Weißt du was? Oder? Das Phänomen wird jetzt passieren, dass der Chat sich angesprochen fühlt. Als ob wir die Frage ihm gestellt haben. Ich stell dir jetzt nochmal die Frage, Hase. Adult. Okay, Antwort genug. Also die Jennifer wirklich. Behind. Die. Nix. Wirklich. Also, ich hätte. So. Weißt du, was ihr hättet? Wir antworten drauf beim nächsten Mal und sagen boring. Ja? So. Das ist eine gute Idee. So, bereit? Zack. Achso, ja. Aber jetzt mit Challenge, wenn geht, gell? Also, ja. Such die Challenge, ja. Hab ich schon, ja. Chat war sehr eindeutig. Oh nein, bitte sag nicht, du hast Asylum. Nein. Hast du Asylum? Asylum auf Profi. Steht doch da oben. Asylum auf Profi, nee, oh Gott. Hey, da ist nicht Asylum auf... Also Asylum auf Profi. Geht leider nicht. Asylum auf Profi? Es geht leider nicht. Hä, wieso nicht? Hab ich nicht. Ist fortgeschritten, glaube ich. Okay. Alle Wer bereit? Führt eigentlich unseren Truck? So. Das ist eine gute Frage. Achso, ich bin überhaupt nicht bereit. Wer führt was? Wer führt unseren Truck eigentlich? Wer fährt den? Slimer. Ja. Hat er das wirklich damals bei Ghostbusters gemacht? Bei alle drei, seid ihr alle bereit? Ja. Wir haben zweimal Salz mit. Okay. Ja, Tobi. Ja, klar. Tobi fährt genau. Tobi fährt den Truck. Ja. Foto vom Geist. Tobi ist auf Zack. Richtig easy wird das jetzt, Mann. Leichteste Übung. Ja. So, low, guck mal. Singer zu. Ja, machen wir mal eben, ne? Machen wir mal eben. Reiter, ja komm. Wir treffen uns wieder in 5 Minuten da. Von wegen Instant Kill ein der Geist, das stimmt alles gar nicht. Charles Wilson. Also mit der Charles ist hoffentlich besser als die Jennifer. So, Putzi! Danke, Bad Fuchs, dass du unser Spiel erklärst. Vielen Dank. Ja, wir sind nicht mal drin. So, okay. Aber die Geister reagieren auf. Nein, die Geister reagieren nicht auf englische Schimpfwörter, weil die deutsche Sprachausgabe tatsächlich von Windows benutzen und deswegen können die das Spiel auch in so vielen Sprachen machen. Nee, auf englischen Sachen. Auch auf Deutsch. In dem Fall hier auf Deutsch, weil wir spielen es mit dem deutschen Sprachpaket. Soll ich im Van bleiben oder soll ich gleich gehen? Wie du willst. Ich bin in den Raum, in dem ich noch gar nicht war. Also wir sollten uns auf jeden Fall aufteilen, krass, damit wir schneller den Geist finden. Ja. Okay, easy. Hallo, ist hier jemand? Gib mir ein Zeichen. Jetzt glaube ich eine richtig große Fresse, ne? Ich werde mich gleich so einkacken. Oh mein Gott! Telefon! Erich, für uns Telefon! Aber wo? Ja, ich hab's ganz weit entfernt gehört. Ich glaube nicht, dass es hier in der Nähe war. Putzi, geh du mal da, ich geh mal hier. Mann, ich glaube, es war hier. Bei mir. Pan, es ist für dich. Gib uns ein Zeichen. Habt ihr den? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Telefon, glaube ich. Ja.
anscheinend auch Licht machen, sonst geht unsere Sanity runter. Oh, okay. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ja, hier bei mir, 5 Grad. 5 Grad bei mir. Oh, okay. Okay. Komm. Sind unterwegs. Hallo. Putzi, bist du unten? Ja, ich bin unten direkt bei der Treppe. Da drin. Da drin paar. Okay, drin. Okay. Lass mich mal kurz reingehen. Was war das für ein Geräusch? Oh! Ja, fahr, hier. Fahren, geh mal raus. Lass Erich reingehen. Aber hier war. Fünf! Bist du da? Fünf! Ja. Fünf! Hier im Flur, 5. Alles klar. Wir haben Talkbox. Wir haben EMF 5. Fotoapparello und so. EMF 5, alles klar. Wir haben Geisterbox und EMF. Ich hol kurz Buch. Okay. Nein! Plane Jagdkech, er jagt wahrscheinlich gleich. Ja, ich wollte ganz kurz. Nein! Ich renne und eile zum Van. Da war. Das war nicht wahr. Moment! Kamera ist gesetzt. Hallo. Okay, guten Tag. Okay. Erich, was ist unsere Sanity? Sanity war 50% und. Oh, okay. Wie schnell? Ja, dann geh ich mal Pillen fressen. Ich hab Fotoapparat. Mit der Videokamera könntest du nach Orbs gucken. Das ist keine echte Treppe. Aktivität was? Aktivität war 4. Ach so, der bricht immer vorher ab. Ach so, Entschuldigung, ich halte mal länger dran. Du hast immer gesagt, Aktivität ist. Aktivität ist. Liebe! Guten Tag, schöner Mann. Was machst du denn da? Okay. Ja. Ich habe gerade eine Brust belohnt. Super! Und? Sie strahlen. Ja, EMF5 hatten wir, ne? EMF5 hatten wir noch. Genau. EMF5 hatten wir, genau. Ist das hier die Kamera? Ah ja, genau, zum Flur hin. Ich muss meine Insanity-Pillen fressen. Ich bin schon ganz weg. Also Orb sehe ich noch nicht. Okay, Insanity. Okay, geht eigentlich ja noch. Okay, ich geh wieder ran. Okay. Bah! Ja, oder kommt der Erik? Bin ich gespannt. Also, oh, jetzt wird's richtig spannend. Guck mal, so ein Orb ist da nicht, ne? Da ist der Erik. Buch. Oh Gott. Nee. Außerdem ist weiter links. Ja, noch auf den Tisch. Hast du das auf den Tisch gelegt? Weil ich sehe es nicht. Genau hier vorne auf dem Tisch. Wir haben, hat ein Buch geschrieben, hat schon reingeschrieben. Okay. So, der ist aber schnell. Der ist okay. Super kompliziert, also super unterwegs. Geisterbuch, okay. Wir haben alle drei. Der Oni. Ein Oni. Sekunde, ja. Ich geh erstmal raus. Okay, aber wir brauchen, machst du ein Foto vom Geist, wollen wir das noch machen oder wollen wir egal? So. Die entzündet die Pille danach. Ich weiß nicht, was ein Foto vom Geist bringt.
Geld wahrscheinlich nur. Wahrscheinlich nur Geld. Die Kohle brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen ja XP, um cool zu sein. Das stimmt, aber es gibt hier genug Items, die man noch nicht haben, oder? Also irgendwie will ich beim nächsten Mal nicht auf Profi spielen. Ich fand's auf Anfänger irgendwie spannender. Profi ist ein bisschen lame, wenn man so vorsichtig ist und nichts passiert. Ich fand Anfänger bis jetzt immer am lustigsten, weil man so viel Zeit hat am Anfang und so ein bisschen, ja, sprich doch mit uns, sag doch was. Ja, viel auch. Besser. Und dann rennt die so ein bisschen rum und so, ich finde das irgendwie... Ich weiß nicht, was mit dem Charles Wilson ist, ey. Wir sind auf, weil das Ding ist, hier sind wir so vorsichtig, weil die Versicherung und alles so greift, dass... Mhm. Ich habe auch das Gefühl, wenn der Geist einmal kommt, kommt's immer tot. Also das heißt, deswegen will ich gar nicht rein, weißt du, was ich meine? Und man macht ja gar... Wir haben gar keine Zeit mehr richtig für Späße, so, weißt du? Ja. So ein bisschen rum... Ja, genau, also so rumalbern. Genau, so genau. Ich finde eigentlich, mir auch. Also ich würde auch wieder Anfänger machen. Hat mir am meisten Spaß gemacht. Ja, also ich hoffe, der Tobi... Ich rein und mach Foto vom Buch, mal, ne? Ja. Ich warte jetzt nicht auf den Geist, aber ich mache ein Foto vom Buch. Ich will den Geist auch gar nicht fotografieren, weil ich weiß, wenn ich sterbe, ist so viel Geld weg. Weißt du so? Ja, genau. Für 10 Dollar, halt weißt du so. Genau, das ist halt doof für den Stream. Also dann, ne? Aber ja. Ich nachvollziehbar. So, soll ich noch reingehen und ein Foto vom Buch machen für 10 Dollar? Oder soll ich es einfach lassen, weil wir das Geld nicht brauchen? Also, nee. Also, ich würde einfach sagen, lass es und wir machen einfach Anfängerrunde nochmal, oder? Ja, dann machen wir dazu. Würde ich sagen. Also, so wie man wird ja echt übervorsichtig so, ne? Also, man versucht so wirklich routinierter reinzugehen. Genau, routinierter. Genau. Bum, 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 wir müssen uns ja beeilen. Also, wir haben keine Zeit für unsere. Ja. Genau. Und es geht auch gleich los. Also du weißt es, also du musst gar nicht suchen oder rumlaufen, sondern okay, hier ist kalt, was hast du da? Hallo, bist du da? Also das geht einfach zack, zack, zack. Genau. Die schönste Runde, die wir heute hatten, also bis jetzt war, finde ich, die mit dem Baby in der Garage. Mhm. Ja, mit dem, wo wir das Sexzimmer hatten und so alles. Das stimmt. Und hier ist es so routiniert. Genau. Also ich komme nachher noch mal. Genau. Lass nochmal Anfänger machen. Ja, okay. Ja, also machen wir das. Auch wenn das nicht viel Kohle bringt, aber irgendwie. Ja, scheiße, das macht doch Spaß. So, der Profi-Lifestyle ist aber nichts für uns. Genau, nee. Profi-Lifestyle ist nicht für uns. Nee, eh nicht. Wir sind aber keine Profis. Welcome back. Soll ich. Seid ihr da? $150. Oh, das ist ja ganz schön. Guck mal hier. Ja? $150 für nichts? Ja, aber geht doch. Oh Gott. Ja. Ja, ist Arsch, da gehen wir wieder. Nee. Ein Vorschlag, um ein bisschen Pfeffer in die Sache zu bringen, ne? Bei mir ist mit VR gerade alles angeschlossen, ne? Ich könnte jetzt hier switchen und bei mir nicht. Ja, ich weiß. Ich meine nur, weil ich hab's die Paar wieder übermütig. Die Paar sind wieder übermütig gerade. Ja. Ich werde mich halt richtig einscheißen dann. Nur noch blind und nur noch auf Gehör. Das ist das nächste. Nee, ich meine, soll ich oder soll ich nicht? Ich meine, wenn du schnell hinkriegst, wäre es lustig, aber... Ich glaube tatsächlich, ich kriege das schnell hin. Kann man eigentlich statt der Taschenlampe mit der Kerze leuchten? Ich glaube. Weil ich das jetzt ein paar Mal gelesen habe. Das würde ich gerne mal ausprobieren.